Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 1, weiterhin hier im Singleplayer. Wir machen hier weiterhin Hackengas mit Bertra. Beth ist doch langweilig. Bertra! Oder Olga! Oh, jetzt habe ich gleich ein Problem. Und wir wissen, dass dein Leben ein Problem ist. Halt einmal. Danke. So, wollen wir mal gucken. Ja? Ich fand das so geil, wie er mit der geflucht hat, ne? Mega geile Szene, oder? Ja. Komm da hoch. Jawohl. Diese Geschichte. Angriffsposition. Feuer frei. Er repariert schnell. Schnell, 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 schnell. Oh fuck, da kommen sie rein. Scheiße, Leute, voll daneben geschossen. Hirnblöd. Da können wir uns nicht zurücklehnen. Feuer! Komm schon, Bess, lass uns jetzt nicht hängen. Da ist ein... Versuche, hinter sie zu kommen. Da ist die Panzerung schwächer. Wir sind down, Alter. Da ist der Panzer das erste Mal explodiert. Scheiße. Aber mein Fehler selbst, Leute, ich wollte reparieren während des Fights. Das ist einfach dumm. Ja, weil ich immer noch von diesem Dingens gewohnt bin, Andi, dass dann ihr weiterschießen könnt. Ja, und ich repariere, aber ich kann ja nicht schießen. Scheiße. Sagte Leute, wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das nenne ich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Ja, die alte Bertha. Nicht Beth. Sie ist Bertha. Ach, guck mal da. Dann mal los, Jungs. Bleib an ihm dran, bleib dran. Guck mal, deswegen haben wir vorhin richtig aufs Maul gekriegt, weil ich den einen Panzer gar nicht gesehen habe. Erwischt! So. Boah, diesmal ziehe ich nicht hier gleich den Sack ein. Bumm. Aber so viel Spaß macht mich müde. Oh oh. Gar nicht gut. Seht auf zu Königin Bess und verzweifelt, ihr Jerrys! Was soll ich tun?
Ja, da drüben sollen wir hin, Leute. Sorry, wenn ich so ein bisschen leise bin, Leute, aber es ist jetzt schon 3 Uhr nachts. Oder morgens, besser gesagt. Panzer schwimmen nicht! Aber wir, ich kann irgendwie nicht aufhören, muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Sprenggranaten! Das ist für Bridget! Alter, ich treffe den nicht, warum? Ein bisschen höher. Auch ein bisschen höher. Ah. Na, wie gefällt dir das, Fritz? Nochmal getroffen. Nochmal. Das war's, Fritz. Da haben wir ihn. Da unten haben wir noch einen kleinen. Leichter Panzer gesichtet. Komm, zeig dich, mein Kleiner. Hat er eine Breitseite gekriegt, der kleine Wichser. Und da ist er down. Wollen wir mal ganz kurz reparieren, dass er wirklich wieder voll ist. Jawohl. Wenn ich repariere, gucke ich immer unten rechts irgendwie hin. Irgendwie so eine total dumme Angewohnheit, ne? Aber es wird ja in der Mitte auf dem Bildschirm angezeigt, ne? Wie weit deine Reparatur ist. Okay, dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet, Leute. Okay, bis jetzt. Die wollen Combray zurückerobern. Also fahren wir direkt durch. Und dann überlassen wir ihnen die Überraschung am Treffpunkt. Wie lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative. Wenn wir sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut, ziehen wir es durch. Bleibt in Bewegung. Verwirrt sie und hofft darauf, dass sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Treffer. Verpassen sie ihm noch einen. Komm, lad doch nach. Treffer. Noch ein bisschen höher. Treffer. Komm, Baby. Boah, dieser Hall durch die Kopfhörer, Alter, das macht mich verrückt. Jawohl. Okay, weiter geht's, Leute. Man muss wirklich extrem aufpassen, was vor einem passiert. Ja, was schießt hier? Oh, da. Motor kaputt geschossen von dem kleinen Miststück. Bumm, tschüss. Okay, reparieren, Leute. Mega geil, das macht so eine Laune, Leute. Jawohl. Wie geil sah das denn aus? Da laufen die raus aus dem Haus und dann gleich wieder rein. Lauf nicht weg, kriegst eine große Granate in die Fresse.
zerstört alle deutschen Fahrzeuge, die ihr findet. Was war das? Was war das? Alter, ich habe in so ein Haus reingeschossen. Alter! Ich glaube, ich habe ein Munitionslager erwischt, Jan. Könnten Sie mir mal helfen? Ich brauche die Feuerwehr. Nein, hier steht nichts mehr. Sie können wieder abrücken, junger Mann. Scheiße. Was passiert denn, wenn man da drauf schießt? Okay. Alter. Ui, ui. Okay, okay, okay. Lad und nach. Betz will einen Kahn fortdrehen. Er sollte sie aufhalten. Ach, diese kleine HE. Erst nachladen, Leute. Erst reparieren. So. Bam. Erster hat gesessen. Zweiter hat gesessen. Komm, ich hab doch links und rechts ein Geschütz. Achtet auf die Sichtlinien. Jawohl. Reparieren, schnell. Wenigstens einmal. Jawohl, voll. Kleiner Panzer. Little Willy rührt sich noch. Ja, du bist ein Panzer erledigt. Feindliche Gruppe nähert sich. Wir sollten möglichst schnell nach Cambrai fahren, direkt die Hauptstraße entlang. Aber genau von dort werden sie kommen. Edward, finde eine Position, an der wir sie erwarten können. Keine Ahnung, wo sie... Position, wo wir sie erwarten können. Kann man eigentlich die Karte nicht groß machen, Jan? Eigentlich kann man das, ne? Ja. Das Zugdepot lässt sich gut verteidigen. Wir bleiben, wo wir sind. Distanz passt! Noch eins!
ein Monster! Okay, wir müssen erst reparieren, Leute. Da kommt nämlich noch ein Dicker. 65. 85. Bam. Komm. Jawoll. Der Gegenangriff war lange nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr. Dann verschanzen wir uns hier und kämpfen. Dann soll Bess mal machen, was sie am besten kann. Richtig, ballern. Truppen in offenem Gelände. Angriff, McManus. Eine rollende Festung. Bring mich in Position. Infanterie, schießt sie ab. Scheiße, Leute. Sitzen wir hier auf dem Präsentierteller, das ist richtig scheiße. Sehr gut. Schöner Treffer. Mann. Ja! Hey, nicht übermütig werden, Jungs. Ich muss reparieren, Leute. Dann sind wir gleich hin. Meine Fresse, ist das spannend. Häng fest, häng bitte fest. Ja, 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 sehr schön. Repariere, schneller, komm, Eggert! Bam, Junge! Gib's ihm! Bam, Junge! Bam! Mach euch fertig, ihr kleinen Muttersöhnchens! Upsala, da hab ich daneben geschossen. Bam, Junge! Ihr esst doch alle Currywurst! Lecker! So viel Spaß macht mich müde. Jawohl. Alter, mega geil. Nein, die Kette ist ab. Nein! Bist du okay, Alter?
Krebs. Alter, wie übel. Wir laufen. Ah, wie geil. Was machen wir jetzt, Fahrer? Wir laufen. Durch Morast und Blut haben wir einen Erfolg freigeschaltet. Sehr schön. Ladebalken, Ladebalken, Ladebalken. Okay. 0 von 2, 1 von 2, 1 von 2, 2 von 2. Naja. Ich würde mal sagen. Oh, ich muss. Oh, Entschuldigung, aber mal niesen. War wohl nicht so erfolgreich der Abschluss. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir werden beim nächsten Mal natürlich hier weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.